Hallo und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Italien und Österreich, mit mir, Gaius Julius Caesar, und mit Game Allianz. Hallo. Immer diese enthusiastischen Begrüßungen. Ja, yep, besonders bei mir. Ja, das habe ich ja gemeint. So, in Sardinien steht eine Revolte bevor, in Tlemcen. Oh, in Griechenland kommen auch schon wieder die nächsten. Eieiei. Die Fertigkeiten der Gemahlin hier. Oh, kosten militärische Technologien minus 10%. Das bringt uns jetzt nun leider nicht mehr allzu viel. Aber interessant zu wissen. Belagere nun schon zum zweiten Mal in 2 Jahren in 20 Jahren El Karak. Und ich werde mich nach Griechenland begeben. So, da sind 37.000 Osmanen. Das ist quasi nichts. Hauptsache 29.000 Infanteristen und 8.000 Kanonen. Los, kommt her. Nee. Finger weg von Zeta. Nee. Finger weg, Mann. Oh, die Moral. Ach du Schande, du mähst dir ja nur nieder. Ja gut, ja, den Chan. Und du hast sie gewiped. 37.000 Mann gewiped. Oh, da bekomme ich auch langsam Hunger auf die Osmanen. Es fehlen ja noch ein paar kleinere Gebiete hier in Griechenland. Kessire, Edirne und diese Inseln. Vielleicht würde ich dir sogar Jerusalem zugestehen. Muss ich mal gucken. Oh, das wäre auch cool. Das heilige Quasi Land. Mein Ägypten. Obwohl, du bist protestantisch, hast du da überhaupt einen Anspruch drauf? Jerusalem ist doch für alle Religionen. Ich wollte gerade sagen, die Briten waren auch protestantisch und haben sich's einfach genommen. Die kämpfen gerade 9000 Revolteure gegen meine 3000 Kanonen. Und ich gewinne die Schlacht und verliere dabei. Nein. Ach so, hab alle Kanonen verloren. Ganz toll. Was ich gerade vergessen habe: das Land niederbrennen. Aber nicht Griechenland, bitte. Das will, nee, das, das muss. Das muss noch. Konstantinopel brenne ich auch nicht nieder. Griechenland. Nur den Balkan. Und noch vielleicht ein bisschen was vom Heiligen Land. Griechenland muss noch erhalten bleiben. Es muss in gutem Zustand bleiben, damit ich's. Die Osmanen ziehen hier ihre Armeen lang. Das sieht aus wie so eine Raupe, die sich hier lang zieht. Ja, ich sehe es. Im Südosten, ja. Und ich brauche übrigens nur noch 10.000 Männer, bis meine Armee wieder vollständig aufgebaut ist. Von 70.000 auf 10.000, das geht voran. Die Russen wollen wahrscheinlich die krimschen Gebiete erobern. Und Polen scheint den Krieg gegen die Russen gewonnen zu haben. Wow, das ist auch ein geiles Event. Entweder 40 Militärmacht und 3016 Dukaten verlieren oder 10 Prestige verlieren. Ach nee, 316 Dukaten. Ja, dann schon. Die Militärmacht. Ja. Natürlich. So, ich habe meinen Händler, habe ich ja in der letzten Folge am Ende versprochen, dass ich den einsetzen werde. Die Frage ist nur, wohin? Ich merke mir immer nicht, was das Richtige war. Einkommen... nach was ich das immer sortieren soll oder nach Wert. Konstantinopel ist gefallen. Ich glaube, nach Einkommen war das Wichtige. Waffenstillstand in Schweden ist ausgelaufen. Ich mache mal wieder auf 2 runter, damit ich ein bisschen Freiraum habe. Und wir werden Handelseinfluss übertragen. Obwohl, die Chickasee, die Bucht. Zum wievielten Mal besetze ich eigentlich das osmanische Gebiet schon? Ich glaube, zum vierten Mal. Die Chickasee-Bucht, die lohnt sich ja gar nicht, ne? Die geht ja nur nach Osten, beziehungsweise dann in die Nordsee. Das bringt mir ja gar nichts. Chesapeake? Chesapeake, ja. Naja, sie geht nach, Nordsee. Ja, sie geht in die Nordsee. Deswegen. Karibik brächte was. Es geht nach Sevilla und damit nach Genua. Ja, aber ich habe keine Gebiete, oder? In der Karibik. Nee. Das ist dann nicht so gut. Das hättest du mal von Portugal fordern sollen. Ja, es gibt noch zukünftige Kriege. Die Kriege, Safi, die da kommen mögen. Safi wäre noch möglich. An die Zuschauer mal, wer von euch weiß, wer das gesagt hat? Ich glaube, Gaius weiß es inzwischen. Ja. Beziehungsweise, nein, ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Also ich weiß... Die Kriege, die da kommen mögen. Ja, ich kann es zuordnen. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, welche Person das daraus gesagt hat. Da muss ich nochmal drüber nachdenken.
aber ich erinnere mich an das Zitat. So, die Russen besetzen jetzt hier Ostanatolien. Ah, ich nehme mal Safi. Wahrscheinlich, ja, ich kenne mich einfach im Handelspolitischen nicht gut genug aus. Die Osmanen sind jetzt eigentlich nur noch Expansionsraum für die aufsteigenden Reiche. Russland, Österreich, Italien. Ja, genau. Weil Polen, Litauen habt ihr ja schon klein geschröpft. Naja, Russland nimmt hin und wieder auch mal Persien auseinander. Da existieren nur noch drei Staaten. Akkuyunlu, Tabaristan und Schirwan. Oder wie ich es gerne nenne, Schirawan. Und Norwegen ist jetzt der Vasall Italiens geworden. Ist das nicht schön? deswegen werde ich direkt mal mich um ihre Bauern kümmern. Mit einer kleinen Expeditionsarmee, die ich hier mal vorbereiten werde. Willst du ein Sommerfest abhalten? Sind wir hier in Crusader Kings? Vielleicht ist Russland ja so gnädig und gibt Albanien Kosovo. So, Halep ist belagert. Was machen die Osmanen? Die ziehen hier keine große Armee zusammen. Die verstecken sich einfach nur. Wir sind einfach schon bei 70 Kriegsstand. Oh, das ging aber schnell. Es ist noch nicht mal ein Jahr vergangen. Okay, ja. Jetzt. Ihr habt halt schon die wichtigen Festungen besetzt. Du hast gleich noch hier eine weitere. Sieht doch ganz gut aus. Weißt du, wie viele Armeen die Osmanen noch ungefähr haben? Ich könnte jetzt nachgucken, aber... Oh, Gott ist mit uns. Ah, ihr seid Kontrolleur der Kurie geworden. Ah ja, das war meine Mission. Schon ewig. Ach so, ah ja, apropos meine Mission. Ich habe immer noch eine Mission schon ewig. Erobert Savoye. Vielleicht ich könnte... Richtet den Heiligen Stuhl wieder ein. Besitzt Rom. Nee, ich mach die Teilung Polens. Ja, das passt wirklich. Apropos die Teilung Polens, das kommt ganz gut, denn ich will bald jetzt wieder einen Krieg gegen Frankreich machen, um Savoye endlich zu holen. Du musst mich dann wirklich dran erinnern, dass ich es nicht vergesse. Und du kannst dir ja dann Gebiete von Polen holen, weil die sind ja noch miteinander verbündet. Ja. Ein bisschen warten wir noch vielleicht. Du hast ja eh noch deinen Krieg, der ist ja bald vorbei. Meine Rekrutenreserve hat jetzt wieder 3000 Männer erreicht. Die muss ich wieder ein bisschen erholen noch und dann läuft das ganz gut. So, die nächsten Rebellen, Sardinien, Griechenland, Sizilien, das habe ich alles jetzt mittlerweile unter Kontrolle. Mal wieder das Land niederbrennen. Und mir ist übrigens bewusst, liebe Zuschauer, ich könnte mit meinen Handelsschiffen Handelsschutz betreiben. Ah, ich bin da ein bisschen zu faul. Ich habe die lieber irgendwie in meiner Hauptflotte. Vielleicht werde ich es gleich noch ändern. Kann ich das eigentlich während die hier transportieren ändern? Wo sind sie denn jetzt? Hier unten. Ah, das geht gerade nicht. Wartet mal. Nee. Bin mal gespannt, was Russland von den Osmanen fordert. Wie Bewegung durch feindliche Festung blockiert. Hä? Okay. Dann machen wir das eben manuell. Komisch. Wer ist dieser Manuel? Tja, sollte ich die Festung in Messina mal vergrößern? Wieso eigentlich nicht? Da sind die osmanischen Armeen, 70.000 Mann. Ah, unterhalb der Armee minus 10%. Wie viel Armeeunterhalt haben wir denn derzeit, zahlen wir denn derzeit? 51? Ja, 10% weniger. Da sparen wir 5 Dukaden im Monat, das ist doch auch schön. Apropos, ich sollte mal Kriegssteuer machen. Ja, die habe ich durchgängig nicht gemacht. Vergiss das immer wieder. Ja. Ja, aber vielleicht manchmal ist mir auch die militärische Macht einfach wichtiger. Derzeit schwimmt Italien ja auch im Geld, also ist alles gut. Aber die Manufakturen bringen nicht mehr so viel Geld ein. 67.000. Ach komm, Osmane, behalt die doch zusammen, dann hast du vielleicht sogar eine Chance. Oh, der reißende Spielmann. Jetzt gib mir Diyarbakir. Stufe 2 Künstler. Stabilität. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den unbedingt brauche. Der würde nur die Hälfte kosten. Ja. Der liebe Spielmann. Oh, Brandenburg ist wieder da. Den holen wir uns mal.
Das ist eine besondere Möglichkeit übrigens hier, weil Ottaviano kontaktreich ist. Das wäre sonst Magdeburg nicht möglich. Ist auseinandergebrochen. So, und hier ist er, Marzio Sento. So, und jetzt kann die Zeit weiterlaufen. Du kannst dann gerne nochmal auf 3 erhöhen, wenn du deinen Frieden geschlossen hast. Ich habe darüber keine Kontrolle. Russland muss das machen. Ach so. Ja, du kannst ja auch einen Separatfrieden theoretisch machen. Ja, nee. Russland hat mich noch nie enttäuscht. Die sind durchgängig auf 200 mit der Meinung. So, 67.000 Osmanen. So, 10.000 gegen 6.000 Bauern in Norwegen. Und ich bekomme natürlich den harten Überquerungsmalus über das Meer. Mal gucken, die Russen. Ah, okay. Oh, und Anton der Erste von Sachsen ist wieder mal zum Kaiser gewählt worden. So, ich guck mal, dass ich diese osmanische Armee jetzt jage. Die Russen werden von denen gerade auseinandergenommen. Mal gucken, ob ich die kriege. In mein Ägypten werden sie jedenfalls nicht einmarschieren. So, ich muss unbedingt noch ein paar Staaten gründen. Die lohnen sich dann, glaube ich, schon richtig. Als Kaiserreich kann man ja mehr gründen. So. Oh! Sinai! Nein! Ich hasse es. Ach nein. Was ist passiert? Ja, die Briten rufen zum Krieg gegen Frankreich und Polen-Litauen. Kurz bevor ich den Krieg gegen Frankreich erklären wollte. Das Problem ist, die KI macht das gerne mal, dass sie hier mir nicht Gebiete gibt. Und ich habe jetzt auch, ich wollte auch noch mir markieren. Lehn oder ab. Warte mal, haben wir Lehn das überhaupt, ab. Das Lehn DLC? Ab. Zu markieren der Provinzen, die einen interessieren. Ja, das haben wir. Ja, habe ich natürlich noch nicht gemacht. Oder? Warte mal. Das kann man auch nicht machen während des Krieges. Eieiei. Ah, das haben wir. Und ich habe noch überall meine Rebellionen. Nicht so gut. Ich sollte mal das ganze Osmanische Reich markieren. Aber... Trotzdem, lehn ab. Was ich soll ablehnen, meinst du? Lehn ab. Wieso denn? 25 Prestige kannst du doch wohl leisten, oder nicht? Ja, aber dann ist doch das Bündnis weg. Ja und? Was brauchst du noch Bündnispartner? Du hast mich. Ja, zu doof, dass die hier die Festung erobert haben. Ich habe jetzt gerade 1200 Mann verloren. Und die Osmanen haben einfach mal 20.000 Mann verloren. Oh Mann, ey, deren Moral ist so schlecht. So, der Russe besetzt hier fleißig weiter, dann halte ich hier die Osmanen in Schach. Und wie können die Mauern immer so schnell reparieren? Also noch mögen mich die Briten freundlich, aber unsere Beziehungen sind irgendwie 200 runtergegangen. Verständlicherweise. Ja, aber dann schwächen sie schon mal schön, die Franzosen. Apropos, wo kann ich jetzt das nochmal machen mit den Provinzen? Das muss ich jetzt unbedingt machen. Klick auf dein Banner, geh auf Diplomatie und dann siehst du da so einen Diplomat mit einer Sprechblase und da kannst du das machen. Müssten dann orange markiert sein oder so. Ja, aber wie? Klickt auf die Provinzen auf der Karte, die einfach draufklicken. Ja, jetzt geht's. Komisch. Vorhin habe ich dann Frankreich ausgewählt. So, und rot bedeutet, das will ich unbedingt haben, ne? Russischer Kreuzzug gegen das Osmanische Reich. Schweiz hat mich beleidigt. So, wie süß. So, tritt sie mir in Dirne an Österreich ab? Okay, das ist nett. Käfer, Azov, Kuban, bla 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 an Russland ab. Osmanisches Reich tritt Kernprovinz Danakil an Harar ab. Osmanisches Reich entlässt Walachei in die Unabhängigkeit. Okay. Ja, Russland schuldet mir jetzt 28 Gefälligkeiten. Sehr nett. So, ich markiere mal gerade alles rot, was mir so gefällt. Ich könnte auf Frankreichs Seite in Großbritanniens Krieg eingreifen. Das ist eine aber ganze Menge. Das mache ich nicht. So, der Klerus will mehr Provinzen haben. Erstmal eine Festung abreißen. Serbien. So, ich glaube, jetzt habe ich alles Wichtige besetzt. Wir haben eine Kolonie.
im Indischen Ozean. Die erste italienische Kolonie im Indischen Ozean, meine Damen und Herren. Kolonisiert, meine Freunde, kolonisiert. Im Indischen Ozean? Wo? Brunei, in der Nähe von Brunei. Ach, da. Ah, ja. Katapang, meinst du? Ach, ich brauche ja gar keinen Anspruch mehr, fällt mir gerade ein. Ich kann ja einfach Imperialismus oder Nationalismus. Ja. Als Kriegsgründer machen. Ansprüche sind jetzt überbewertet. Ja, das vergesse ich leider dann öfters mal. Es sei denn, man möchte seine Integration verschnellern. Also mit den Kernprovinzen. So, ich mache Ägypten hier katholisch. So, die nächste Idee. Baugeschwindigkeit Schiffe minus 10%. Ist jetzt auch nicht die beste Idee. Also da gibt es schönere, finde ich. Oh Mann, ey, der arme Osmane. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Ihr habt schon euren Frieden geschlossen. Was waren denn genau die Bedingungen? Ich krieg eine Provinz. Russland hat sich ein paar Provinzen bei der Krim geholt. Irgendwer hat noch eine Provinz gekriegt. Und Russland und die Osmanen mussten die Walachei in die Unabhängigkeit entlassen. Oh, schade. Die kann ich gar nicht vassalisieren. Zu weit weg. Auch. Und Grundsteuer minus 50. Und Entfernung der Grenzen minus 35. Und nicht die gleiche Religion. Schade. So. Wir haben ja nämlich sonst keine kleineren Länder mehr, die man vassalisieren kann im Heiligen Römischen Reich. Kann man das eh vergessen? Ich bin ja schon froh, dass es. Wenn du das im Heiligen Römischen Reich machst, erkläre ich dir den Krieg. Wieso? Du bist doch nicht mehr der Kaiser. Und? Mainz. Mainz. Ist auch noch eine Stadt in Deutschland. Ja, richtig. So, Handelsschutz, ich weiß noch nicht, wo lohnt er sich am meisten. Nein, Sevilla ist es, glaube ich, ganz gut. Im Übrigen, da ich ja jetzt den Johanniterorden habe, willst du da Insel kaufen? Ja, gerne, ich kaufe gerne Inseln. Der Johanniterorden. Du meinst Rhodos? Nee, Djerba. Vor der tunesischen Küste. Vor der tunesischen Küste? Ah, ja. Richtig. Ja, die ist ja sowieso hier. Hat ja sowieso so eine kleine Verbindung nach Tatooine zum kleinen Planeten, wo einst ein Junge lebte. Wir akzeptieren gerne. Oh, verbessert die Hauptstadt. Oh, aber wir verlieren dadurch 6000 Rekrutenreserve. Ah, ne, wir können auch Gold verlieren. Na, dann verlieren wir lieber Gold. Das ist ja keine Frage. So, italienisch Brasilien hat Rio de Brata den Krieg erklärt. So, minus Unruhe. Oder fehlt noch was für die. Ja, 60% von der Zeit. Passt schon. Bürgerkrieg in Yaren. Und ich würde sagen, liebe Zuschauer, in der nächsten Folge wird es dann den großen Krieg geben gegen Frankreich und Polen-Litauen. Und dann werde ich hier endlich. Das Interessante ist, ich könnte auch Eroberungskriegsgründe für Berry machen, aber das wäre 100% aggressive Expansion. Lass mal noch ein kleines bisschen weiterlaufen. Ja, ja, es läuft ja gerade noch. Ein, zwei Monate. Ja. Dann passiert noch was. Imperialismus. Nämlich das. Integrierung von Bayern. Ah, sehr schön. So, und das mache ich noch schnell. Ach so, du wirst jetzt noch deinen süddeutschen Bund genau gründen. In der Zeit werde ich nochmal einen Kolonisten losschicken. Süddeutscher Bund. Meine Dynastie oder mache ich dann eine Republik draus? Nö. Nein, es muss schon eine Monarchie sein. Das ist richtig. So, nee, keinen Davidstern drauf. Ach, kann man das nur mit einer Provinz machen? Ja, man kann es, am Anfang kann man es mit einer Provinz machen. Ist ja cool, ich sehe hier gerade, wie du die ganze Zeit die Flaggen änderst. Ja. Wusste ich gar nicht, dass das so geht. Sehr interessant. Also, ich brauche jetzt kurz, war das 32? Okay. Nee, das muss gelb sein. In der Zeit schicke ich auch nochmal meinen zweiten Missionar los. Der darf auch was tun.
ich kann in den Krieg eingreifen, um Großbritannien zu unterstützen. Das wäre natürlich sehr lustig, wenn ich das so machen würde. So, und als Wappen nehmen wir... So, und hier kriegen wir nochmal einen neuen General, bitte. 0341. Naja, also so mit guten Generälen sind wir leider nicht gesegnet. Sehr schade eigentlich. Was passt denn zu vielleicht können wir nochmal einen Start. Ich wollte noch einen Start machen, richtig. Nehmen wir das hier. Die Armee, ja, die wird aufgelöst. Und die Provinz wird dem Satellitenstaat zu... Ah ne, nicht noch einen neuen machen. Satellitenstaat zuweisen. Ah, Sizilien muss aber auch noch unbedingt eine Kernprovinz werden. Und dann will natürlich der Klerus gleich wieder was haben. Wie findest du die Flagge vom Süddeutschen Bund? Warte, ich zeig sie sofort den Zuschauern. So, es hat Kartenfarbe ist auch ganz okay, finde ich. So, ah ja, da gibst du gerade die Gebiete dem Süddeutschen Bund. Ach, die Deutschlandflagge hier. Mit einem Monarchenzeichen drauf. Ja, ich sehe, ist interessant. Hatte der Süddeutsche Bund nicht eine andere Flagge oder war die so ähnlich? Es gab nie einen Süddeutschen Bund. Ach, stimmt. Nur die Idee davon. Ja, Breisgau gebe ich auch mal. Ja, das sieht aber so ganz schön aus. Ja, es fehlt halt noch ein bisschen was. Ja. Na gut, aber liebe Zuschauer, jetzt hier mit der Gründung des Süddeutschen Bundes, der jetzt in Konkurrenz mit dem Norddeutschen Bund steht und beides sind unter dem Spielmacher Österreich, werden sozusagen in der Arena gegeneinander angetreten. Verdammt, ich habe vergessen, die Provinzen aus dem Reich rauszunehmen. Oh, ärgerlich. Aber damit werden wir uns dann in der nächsten Folge beschäftigen. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar und euer Geheimallianz24, der Neuordner von Deutschland.